Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Im letzten Part sind wir hier in diesen Dingen weiter rumgehatscht hier. Mit diesem Maschinenzeugs. Wir machen genau da weiter. Wir haben anscheinend doch noch einiges am Weg vor uns. Wir kommen nämlich noch eine Ebene tiefer, wie ich gerade gesehen habe. Aber das sollte schon alles klappen. Setz mal den mal hin. Machen wir einfach wieder einen Burning Flame. Und du darfst dann angreifen. Mal sehen, vielleicht gehen sie ja wieder drauf mit einem Schlag. Das wäre ganz gut. Ja, sogar alle. Marek, das war sehr merkwürdig, was du da gerade getan hast. Aber ja, Millennia mit den Skills jetzt auch dazu war natürlich nicht schlecht, was das angeht. So, wo komme ich jetzt wohin? Da ist ein Schwert, das will ich natürlich haben. Also holen wir uns erstmal das Schwert. Grana selber acquired. So in etwa. Fine Boardsort, okay. Dann hoffen wir doch mal, dass das wirklich so fein ist. Oh ja. 10 Punkte besser. Haben halt noch die Flammenberge wegen Feuer, aber ich denke mal nicht, dass wir die jetzt noch brauchen werden. Ich habe es ja drinnen gelassen, falls wir nochmal Feuer brauchen, aber wirklich richtig nötig war es dann auch nicht. Da kommen wir noch lang. Da ist nichts mehr. Okay, dann machen wir einfach nur die Typen noch fertig hier. Wir haben die Initiative. Das heißt Angriff. Angriff. Danke. Millennia. Lass mal das Vieh hier angreifen, wenn ich stramm einsetzen möchte. Sogar gut, verdammt. Hätte gehofft, ich komme da irgendwie dazwischen noch. Und ich sollte jetzt vielleicht mal anfangen, die Gegner sogar zu vermeiden. Au. Damit Millennia nicht in den Rage-Modus geht. Denn wenn sie schon ihren Rage-Modus aktiviert, dann lieber bei dem Endboss. Denke ich. Würde, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn machen. Aber ein Kampf auf jeden Fall noch. Ja, mal schauen. Wir werden hier bestimmt nicht ohne Kampf weiterhin durchkommen. Dann werden wir jetzt die, die wir vermeiden können, nochmal versuchen zu vermeiden. Es gibt ja hier noch auf jeden Fall einiges an Gegnern. So, da ist ein Weg. Hier ist kein Weg, okay. Wir können darüber. Da haben wir auch schon einen Kampf, den wir hereingerissen werden. Weil ich mich zugegebenermaßen nicht blöd angestellt habe. Naja. Machen wir einfach nochmal einen Burn Flame. Jetzt sollte ich nämlich wenigstens die vier da unten wegkriegen. Der da oben wird jetzt von Ryu und Brown fertig gemacht. Und Millennia erreicht Level 32. So, und da war noch ein Trank. Mirakel-Elixier. Also Wunder-Elixier. Miracle. Nicht Mirakel. Mirakel-Vip. Okay. Mal sehen. 400. Dich. Das war's auch schon. So, also hier rüber. Da lang. Sind wir vielleicht jetzt schon bald am Ende? Dass man hier nicht hinguckt. Jawohl. Aha.
Underground Plant 3. Dann mal schauen, wo uns das hinbringt. Hoffentlich zu einem Speicherpunkt oder ähnlichem. Das sieht auf jeden Fall schon gut aus und ich höre es da pulsieren. Ja, hier pulsiert es definitiv. Nun, was ist es? Ich will mich eigentlich nicht mit euch anlegen, das ist gerade die Sache. Das Geld hole ich mir aber erstmal. Ich bin jetzt echt gespannt, was hier passiert. Ich meine, die ganze grüne Farbe jetzt hier ist natürlich sehr spezifisch. So ein bisschen erinnert es halt wirklich an Gaia. Das Spiel ja tatsächlich so ein bisschen verbunden auch mit dem anderen. Durch Gaia zumindest. Weil von Geistern und etc. haben wir ja bisher noch gar nichts gehört. Okay, euch nicht mit. Sonst komme ich nicht an das Item ran. Das würde ich aber gerne haben. So, und deswegen. Remmer. So, auf ihn da. Das hat aber nicht ganz für alle gereicht, schade. Aber ein Eis besiegt. So. Okay, dann gehen wir mit Dodo einfach mal los. Machen die einzelnen Typen fertig. Wunderbar. Zu einem Angriff kommt er. Aua. So. Kein Problem. Nochmal ein guter Ring, Mut-Level-Ring. Und Ryudo steigt noch ein weiteres Level. So, was haben wir denn hier? Heilige Wundensalbe. Egal. So, an euch vorbei, ohne dass ihr mich wirklich angreift. Lass mich. Ah, verdammt. Euch musste ich dann jetzt angreifen. Sonst also, hättet ihr mich so oder so erwischt. So, hier euch da mal rein. Mit Dodo kann ich hier eigentlich nur angreifen. Also greife ich einfach an. So. Zack. Und Gunflame. Nett, auf ins Krematorium. Oh Mann, aber sie hat ja auch wiederum recht. Aber jetzt haben wir keine Erfahrung dafür bekommen. Plötzlich, einmal mehr. Hm, sehr merkwürdig. Komme ich jetzt irgendwo hin? Ah, nein, danke. Oh. Na, ich komme, ich glaube, auch nicht vorbei, nee. Ich glaube, Millenia ist jetzt zu stark, als dass ich durch sie Erfahrung bekommen könnte. Stramm. Okay, dann greife ich doch erstmal die an. Aber das ist mir Stramm ehrlich gesagt egal. Rennt wahrscheinlich auch ins Nichts. Sehr schön. Ja,
wunderbar. So. Komme ich jetzt irgendwie da mal hin zum Speicherpunkt? Da oben geht's auch noch weiter. Okay, da kann ich auf jeden Fall rein. Aber will ich da schon rein? Nein, die ist nicht da oben, die ist drüber. Gut, dann holen wir uns die mal. Ist leider keiner wirklich als erstes dran, der was sehr, sehr, sehr Gutes hier machen kann. Also machen wir es einfach mit Triodo. Und dem Howlnado. Bis dann zumindest einige Schaden machen wird. Okay. Sah doch ganz okay aus. Ah, jetzt fangen sie aber damit wieder an. Also den, den es anvisiert, der trifft 25 Mal anscheinend. Wow. Ah, und Millennia geht leider doch in ihren Rage-Modus. Und setzt direkt Fallwings ein, na wunderbar. Das hatte ich eigentlich gehofft, dass es dann erst passiert, sobald wir im Bosskampf sind. Aber okay, das hätte uns den Bosskampf wahrscheinlich zu sehr vereinfacht. Falls denn jetzt einer kommt, wie gesagt. Aber ich gehe mal stark davon aus. Wow, wir haben immerhin noch ein paar Punkte bekommen. Nicht wirklich viele, aber ein paar. So, Warp Shoes. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da bin ich doch voll dafür. So, Wing Boots bringen dir natürlich schon einiges. Okay. So, das heißt, Recover nochmal. Und speichern. Und dann wollen wir nochmal da reinschauen. Control Room. Na dann, schauen wir mal, ob wir Melfis treffen oder nicht. Marek hat ihn gewittert. So, was ist das? Jetzt sieht es sogar wieder weniger nach Gaia aus. Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie eine Art Fabrik. Ist das die Kraft der Dunkelheit? Das ist ziemlich ungewöhnlich. Behalte es zusammen, Kind. Schau dich erstmal um. Okay. Ist die Kraft der Dunkelheit, so eine Art Maschine zu haben, ist ja auch merkwürdig. Das hat eigentlich nicht unbedingt was mit Dunkelheit zu tun. Sehr merkwürdig. Schau, schau, Ryodo, das Ding. Warnung, eindringlicher Alarm. Es könnte mit dem Automata
Automata-Produktion, es könnte die Automata-Produktion beeinträchtigen. Macht die, zerstört die Gefahr sofort, ja. Zerstört die Gefahr sofort. Nun, das ist sicherlich nicht mein Bruder. Nee, sieht nicht wirklich an. Das ist der Geruch von jemandem, der... Achso, sein Geruch ist derselbe wie der von dem, der die Zerstörung in mein Dorf gebracht hat. Darum bin ich mir sicher. Was auch immer es ist besessen von den Klauen von Weimar. Es kommt näher. Achso, die Klauen von Weimar, ja, die machen schon ein bisschen Sinn bei dem Aussehen. Eindringling entdeckt in der Automa Plant. Aktiviere Protokoll, eliminiere Gefahr. Eliminieren. Okay. Und Zerstörung. Okay. Ich habe jetzt gesagt, wir kämpfen jetzt gegen ihn in der Form, aber anscheinend wird er sich erst verwandeln. Jetzt wäre das erstmal, dass wir gegen ein kleines Monster von Weimar kämpfen, aber nee. Ist das eine Rache? Naja, fast. Nicht wirklich. Irgend so ein Clown-Skorpion eher. Nett. Okay. Dann schauen wir mal, was du drauf hast. Und beginnen einfach gleich mal mit dem Drachen-Zap. Mit dem Dragon Rise. Fragezeichen. Egal. Gravitation. Das heißt, es zieht jetzt alle an uns ran. Ja. Alle in die Mitte. Wer weiß, was er davor hat. Gefallen muss er mir wahrscheinlich nicht. Okay, das ist nur ein Schlag auf einen Einzelnen. Das ist kein Problem. Da du jetzt so nah dran bist, ist das ganz praktisch, dann kann ich nämlich das machen. Oh ja. Ich sehe schon, was es bringt, die aufzuleveln. Man kann sie so ziemlich sofort aktivieren, die Angriffe. Und guten Schaden macht er auch, 2200. Sehr schön. So. Dragon Zap. Animation. Oh ja. Oh ja. Sehr schöner Schaden. Go! Okay, und nochmal 800. Na, hoffentlich ist er noch nah genug dran. Ach, er kennt mich. Verdammt. Okay, was hat der jetzt vor? Thunder Bullet. Na, vielleicht kann ich ihn canceln. Ich glaube aber eher nicht. Nee. Leider nicht mehr rechtzeitig dazu gekommen. Avenging Claw. Nee, das will ich lieber abbrechen. Ach, jetzt steht er im Weg. Okay, dann Flying Tensaken. Sky, take flight! Ich möchte dich nicht wirklich diese Avenging Claw machen lassen. Here goes, flying Tensei Ken! Schwarz! Aber es hat anscheinend nicht gereicht, um ihn zu canceln. Das hat aber gereicht, sehr schön. So, dann einmal mehr den Dragon Zap. Ach, schon wieder Cancel, verdammt. Ron, ich brauche deine Hilfe auf jeden Fall. Du musst nämlich schnell heilen. Bullets. Aber ich komme rechtzeitig zum Heilen. Gut. Das ist ziemlich merkwürdig. Also, ich heile mich einfach mal komplett mit diesem
All-Healer. Momentan, das ist ein bisschen sehr krass. Mal sehen, was das jetzt ist. Oh Gott. Das sieht mal sehr nett aus. Meine Fresse. Wow. Ja. Oh Mann. Wir haben ihn fast. Wir haben einfach momentan unglaublich starke Angriffe. Wenn wir die so auf ihn konzentrieren, klappt das momentan ziemlich gut. Ja noch nicht wirklich was gemacht hat, Marek. Aber naja, mein Gott. Sky, take flight! So, wir besiegen ihn auch, bevor wir irgendwie die anderen Teile kaputt machen. Here goes! Flying Tensei Ken! Bats. So, viel ist nicht mehr übrig. Das letzte bisschen kriegen wir jetzt auch noch. Nur noch einen Angriff jetzt. Den müssen wir auch noch durchkriegen. Und da kommt nämlich nochmal der Angriff. Ne, doch nicht Tailpiercer. Au, der wirft mich aber auch ganz schön weit zurück wieder. Dann machen wir halt nochmal den Hellburner. Hört sich doch ganz gut an. Beenden wir das Ganze noch einen schönen feurigen Knall. Sehr schön. Und das war's dann auch. Mit den Clown von Weimar. Hat ein Buch verloren. Nochmal ein Skillbook wahrscheinlich. Mal schauen, was wir da kriegen. Ich bin gespannt. So. Aber die Clown von Weimar sind Geschichte. Arik hat nicht mal was verloren, oder? Er wurde halt einmal geheilt durch All-Healer. 1000 Erfahrungen, 2400 Special Coins, 1200 Magic Coins und das Buch von Gale, also das Buch der Winde oder so. Mana Insignia. Mal schauen, was das alles ist. Auf jeden Fall einiges an Punkten bekommen. Wir wollen uns das dann auch mal angucken. Aber zunächst verschlingt Weimar, Millennia, die Clown von Weimar. Zurück bleibt. Wer war das jetzt? Das ist nicht menschlich. Ein Automata. Soldaten, die geschaffen wurden, um in den Kampf zwischen Gut und Böse zu kämpfen. Marek, du hast gesagt, der Geruch war derselbe wie der von Melfis. Ich bin mir sicher über den Geruch. Allerdings muss ich sagen, dass der hier vor uns aufgetaucht ist, nicht Melfis ist. Die Clown von Weimar. Aha. Es muss kontrolliert gewesen worden sein von einem Stück von Weimar, das in der Nähe war. Dann. Ah ja, dann kommen wir tatsächlich unserem
unserem Ziel näher. Memphis ist wirklich nicht mehr weit entfernt. Also war es das? Das ist, was meine Leute versucht haben, die ganze Zeit beschützt haben. Ich dachte, dass das versiegelt gewesen wäre, weil es einfach zu schrecklich wäre, um unsere schreckliche Vergangenheit zu sehen. Oder unsere alten Wunden. Und es war einfach nur eine mechanische Fabrik, die dazu da ist, um Sachen, um Werkzeuge der Zerstörung zu produzieren. Wir sind einfach nur Torhüter. Rowan. Wie konnten wir durch sowas angekettet sein? Unser Königreich, irgendwas, keine Ahnung. Rowan, das ist genug. Das ist genug, es ist in Ordnung. Naja, er hat die Maschine immerhin kaputt gemacht. Alles kaputt lassen. Wir müssen uns abhauen. Mach ich nichts mit. Hey, was machst du? Lass diese Puppe. Wir müssen hier raus. Das ist auch ein Opfer, so wie ich es war. Und ich möchte es nicht zurücklassen. Okay. Haben wir schon fast gedacht irgendwie, dass wir das Ding mitnehmen. So, finden. Hey, what are you gonna do with her? She really does look like a girl. Seid jetzt ein bisschen blöd, das Wasser ist viel zu laut im Gegensatz zu den Sprüchen. She's just a puppet. Without commands, she can do nothing. I too was a puppet, bound by the commands of tradition. Without ever questioning them, just what have I been doing? Rowan, there's no time for lament. We have to figure out the cause of this catastrophe. You're right. I must question Father about why he built such a ridiculous factory. Exactly. Come on, let's go, Merrick. From now on, you can do whatever you want. Das zu einer Maschine zu sagen, hilft halt aber nicht unbedingt viel. Weil sie nicht versteht, was machen, was sie will, bedeutet. Genau. Okay, aber ich kann jetzt erstmal speichern, das ist gut. Und ich will mir das Skillbook noch schnell angucken. Dafür muss ich aber auf Power Up. So, Book of Gales. Speed hoch, Lightning und Windspruch hoch, Wind und Blizzardspruch hoch. Das lässt sich manchmal nach Ausweichen kontern. Interessant. Aber muss ich auch sagen, gerade nichts unbedingt, was ich haben möchte. Hier geht nochmal Mentalität hoch. Hm.
Okay, dann würde ich mal sagen, hauen wir hier noch ein bisschen was drauf. Und schauen jetzt mal, dass wir hier ein bisschen was noch kriegen. Sehr viel was genommen. Split Enemy with Claw Power. Grudging Gloss. Da bin ich schon gespannt auf den Angriff. So. Dann geben wir dem Dragon Rise noch ein bisschen was und einen Snowball Fight. Weil das ganz gute Angriffe sind. Genauso wie das Ding. So. Dann wollen wir noch sehen, dass wir hier noch ein bisschen was hochpowern. Tornado kriegt nochmal was hier. Healer Plus kriegt nochmal was. Könntest du denn noch so ein bisschen burn hier? Sind beide ja nicht allzu hoch hier. Was war da? Fiora, wow. Alles noch ein bisschen. So, da haben wir die Burn Flame. Dann noch den All Healer. Sehr gut. Was haben wir da? Boom. Ah. Das natürlich sehr gerne. Poison. Okay, das ist weniger wichtig. So, und dann schauen wir nochmal bei dir. Was könnte man dir denn noch geben hier? Crash Rackle könnte man nochmal eins hochpowern. Fiora und Gravity. Alles, was auf Level 1 ist, halt. Ah, verdammt, das wollte ich nicht. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal alles auf Level 2. Dann machen wir noch mal eins hoch und dann haben wir eh keine Punkte mehr, was das angeht. So. Was können wir jetzt hier noch verbessern? Hier noch ein bisschen was reinkommen. Das Life Up können wir auch noch reinhauen. Reduction IP. Haben wir da nochmal Life Up hoch? Da haben wir nochmal Maximum HP. Und nochmal Speed. Machen wir erstmal das hier nochmal hoch. So. Gut. Dann würde ich sagen, das war es erstmal für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten. Bis dann.